Hallo Leute und willkommen zurück zu Star Trek Armada 3. Und zwar dieses Mal mit dem Borg-Let's Play, das ich schon vor langer Zeit angekündigt habe, aber nie gemacht habe. Und während ich das Spiel aufsetze, sage ich euch auch warum. Und zwar ist irgendwie Star Trek, also nicht Star Trek, sondern Sins of a Solar Empire geupdatet worden. Und danach hatte ich richtig Probleme mit der KI. Selbst auf, also ich hatte immer auf dem, was hier noch, glaube ich, leicht ist. Ich glaube, das ist aber im Hauptspiel schwer. Und auch auf dem, was im Hauptspiel normal wäre, aber hier ist das, glaube ich, einfach nur leicht Borg, habe ich die KI immer gerusht. Was ich absolut hasse, Strategie spielen. Ich hasse es zu rushen, ich hasse es gerusht zu werden. Und dann habe ich einfach mal in letzter Zeit wieder ein bisschen rumprobiert und festgestellt, dass wenn ich die auf das Niedrigste setze, das ist normalerweise leicht, hier ist es Do Not Use, aus welchem Grund auch immer, werde ich nicht gerusht. Aber die KI macht trotzdem noch relativ viel, soweit ich das erkennen konnte. Also im normalen Sims hat die dann irgendwie nur halb so viele Ressourcen, aber das habe ich so nicht bemerkt. Sie greift einfach nur nicht so oft an. Ich weiß nicht, wie das hier bei der Mod ist. Ich weiß auch nicht, warum hier steht Do Not Use. Es funktioniert. Die werden defensiv. Und die gehören alle in ein Team, weil ich habe auch vorher mal als Borg gegen alle drei gespielt und habe festgestellt, die verbünden sich nicht. Die sind zu blöd dafür. Was ein bisschen schade ist. Gesperrte Teams, große Flotten. Piraten sind inaktiv, das habe ich auch gemacht. Die Piraten nerven sowieso nur. Und sind auch relativ stark generell in Rebellion. Schnellstart, keine random Events. Ich habe vor einiger Zeit die DLCs geholt, aber ich weiß nicht, was diese Events alles machen. Und ich habe persönlich auch nicht so viel Zufall hier nicht so gerne drin. Und wir gewinnen, indem wir die feindlichen Capital-Planeten erledigen. Und die Embole sind falsch. Ich nehme gelb, weil eine ultimative Farbe, zum anderen weil ist grün schon vergeben für die Romulaner. Blau für Starfleet, rot für die Klingonen. Wo ist das Klingonenzeichen? Da. Ich weiß gar nicht, welches davon, das sind alles drei Zeichen von Romulan, aber eins davon ist Romisches Sternimperium, eins davon ist Tal Shiar, ich weiß nicht, welches ist. So, sieht soweit eigentlich richtig aus. Würde ich sagen, starten wir, ich mache auch den Timer an. Bei Sins werde ich den wahrscheinlich drin lassen, ich habe zwar jetzt mehr Speicherplatz als vorher, nebst einem neuen Mikrofon, wer es noch nicht bemerkt hat. Aber das Ding ist, ich habe beim Rumpftest gemerkt, dass das immerhin wieder mal abstürzt. Ich weiß nicht, ob es jetzt behoben ist. Ich habe jetzt mal die 64-Bit-Tools, die bei der Mod dabei waren, angemacht. Aber sicher ist sicher. Zum Glück hat das Spiel eine recht zuverlässige Autosave-Funktion, so alle 15 Minuten, dass man da nicht so viel verliert. Ist halt nur nervig. Und reißt halt immer so ein bisschen raus. Ich hoffe, dieses Spiel zieht sich nicht zu lange hin, weil die Borg sind ziemlich langsam. Sie sind stark, aber ziemlich langsam. Und Zekina, wer nennt die Planeten so? Und die Matrix. Moment, 01 oder 001? Ich kann es auch Unimatrix Zero nennen, wie diese einen Folge, die sie irgendwie nicht weitergeführt haben. Also, was heißt weitergeführt? Die haben gesagt, ja, Borg-Bürgerkrieg, und da hat man nie was von gehört. Ach ja, Voyager. Trapezoid bauen, also das erste Großkampfschiff der Borg. Und jede Menge Interceptors. Genau. Mit dem DLC sind ja ein paar neue Planetentypen dazugekommen, deshalb gibt es hier auch jetzt wieder ein bisschen mehr. Vorher gab es eigentlich nur die beiden. Und jetzt gibt es noch den hier und den hier. So, was haben wir hier alles? Dafür brauchen wir Klasse B. Und das hier. Ich habe das Gefühl, ich will den Planeten, den Planeten. Warte, nee, falsch. Hier ist mein Hauptplanet. Da möchte ich den hier. Den hier, den hier. Sehr gut, da gibt's auf jeden Fall schon mal keine Probleme mit. Ich habe kein Problem damit.
So, in der Zwischenzeit hier mal, wo sind sie? Meine Interceptors. Und das, den kriegt schon mal kolonisieren. Und danach müssen wir wirklich das hier maxen. Das ist extrem. Also, ich werde mit dem Borg überwiegend Großkampfschiffe bauen. Die haben eigentlich alle diesen Assimilationsstrahl. Der ist extrem großartig, weil er einfach alles assimiliert und die Flotte mit jedem Kampf einfach größer wird. Und was das Let's Play gegen die Borg angeht, das wird schwierig. Ich schließe es nicht aus, aber das wird schwierig. Weil wenn drei Leute zum selben Zeitpunkt gleich Zeit haben müssen und so weiter, ich werde mir da was überlegen müssen, wenn es das je geben soll. Aber ich stelle mir das ja recht interessant vor, wenn man dann mal mit anderen Leuten spielt, also nicht gegen die KI. Wobei ich sagen muss, ich ging bei solchen Strategiespielen echt generell ziemlich scheiße, auch gegen die KI. So, wie hatten wir das jetzt gesagt? Der Planet zuerst. Ja, du sollst darüber springen. Genau, die Interceptors können so einen Kurzstreckensprung machen. Was recht lustig ist. Adaptation Node. Und wir brauchen auf jeden Fall mehr logistische Slots. Oh, okay, das war's auch schon. Wir brauchen auf jeden Fall Locutus. Und wir brauchen auf jeden Fall mehr Einheiten. Das mal ein bisschen beschleunigen. Ja, halt die Fresse. So, die springen schön gemeinsam. Auch so eine Mechanik, die bei größeren Flotten nicht ganz so gut funktioniert, weil immer ein paar zurückbleiben. Und das dauert dann immer ewig, bis die sich mal wirklich eingereiht haben. Aber vielleicht sollte ich mal ein paar andere Sins-Mods ausprobieren. Anprobieren, genau. Stehen mir bestimmt super. Und mal gucken, wie sich das so verhält da. Also es gibt ja eine Halo-Mod, es ist, glaube ich, eine Mass Effect-Mod in Arbeit, die ich definitiv ausprobieren muss. Und naja, es gibt auch natürlich Star Wars, wobei ich nie der große Star Wars-Fan war. Ich mag's, aber ich fand Star Trek eigentlich immer besser. Aber die Mods scheinen alle relativ gut zu sein. Guckt euch das an, 6500 Schild und 6500 HP. Ich glaube, das ist... Also ich habe jetzt gerade keine genauen Zahlen, aber es ist ungefähr doppelt so viel wie jedes normale Großkampfschiff. Und das hier ist nur das... Das hier ist nur das, das kolonisiert. Das ist nicht mal ein richtiges Kampfschiff. Ich brauche auf jeden Fall noch eine von diesen Assimilation Nodes. Das hier hat leider nicht die Fähigkeit. Na doch, das hat die Fähigkeit, aber... Einfach mal so ein Massen-Debuff. Aber den musste ich erst freischalten und der ist nicht so hoch auf meiner Prioritätsliste. Hier sind schon mal Scouts. Diplomatie ist direkt erstmal irrelevant. Sehr gut. Fortification, wo ist denn da? Ach so, stimmt, Defense. Die haben ja nur die Defense Nodes. Und was die haben, sind Transwarp-Tore, was ich ziemlich cool finde. Ich wüsste gerne, wo... Das Tolle ist, selbst wenn man den Planeten noch nicht entdeckt hat... Hier, die Klingonen sitzen da drüben irgendwo. Also hier bis hier möchte ich auf jeden Fall gesichert haben. Ich brauche auf jeden Fall ein paar Schiffe, die das hier verteidigen. So, du kolonisierst oder assimilierst besser gesagt diesen Planeten mal. Das hier ist wichtig, damit wir nicht die ganze Zeit Credits verlieren. So, und du fliegst. Nee, du fliegst erst hier hin. Und dann holen wir uns das hier schon mal. Weil das werden wir auf jeden Fall bei zwei Planeten brauchen. Guckt euch das an, das Ding ist auf 97% runter. Assimilation Node. Und dann gucken wir mal, dass wir Locutus hier herholen. Locutus ist wirklich extrem stark. Ist im Prinzip einfach schon mal ein kostenloser Kubus. Und die Dinger. Ja.
Was ich auch wirklich schade an dem Reboot finde, ist, dass sie die Borg einfach nicht reinpacken konnten. Ich meine, weil die haben ja das in die Kirk-Ära gesetzt und da kannten sie halt die Borg noch nicht. Die Borg sind eigentlich mit einer der coolsten Spezies in ganz Star Trek. Habe ich schon? Nee, wie lange braucht das Ding denn noch? Oh, es braucht noch ein ganzes Stück, bis das soweit ist. Ah, der kann das noch nicht erforschen, weil die Station noch nicht fertig ist. Okay. Bis da. Genau, erforscht das mal und sobald der Planet da unten erobert ist, können wir einfach unsere Locutus dahin warpen. Ich finde die Helden hier sowieso ziemlich cool. Wobei ich finde, es ein paar overpowered sind. Ich habe heute mal als Romulaner gespielt, die auch ziemlich gut für Verteidigung sind, weil die später zwei Sternenbasen in einem Sektor haben können. Und ich habe, wenn man da dann die Valdor reinholt, also aus Star Trek Nemesis, die kann einfach mal mit ihrer Fähigkeit weitere Großkampfschiffe der Valdor-Klasse dazu holen, die ewig bleiben. Das ist einfach extrem heftig. Ich glaube, man muss die nicht mal erforscht haben. Man braucht halt nur einen Großkampfschiff-Slot. So. Weißt du was? Ich hole das Ding, ich hole den Typen direkt. Du kommst hier hin. Soll ich den jetzt dahin schicken? Und das ist der. Ja, die brauchen ja ein bisschen Hilfe, glaube ich. Dass das noch ein bisschen schneller geht. Holding Beam. Ah, Holding Beam ist, glaube ich, auch nicht dasselbe wie Assimilationsstrahl, ne? Doch, boarded. Ich müsste. Das heißt, glaube ich, einfach nur anders. Was ist hier so los? Und hier? Hier ist ziemlich wenig los. Hier ist auch ziemlich wenig los. Räumt den Planeten mal und dann schicken wir doch direkt mal ein Kolonieschiff hin. Planetary Assimilator. So, mach mal Fokusfeuer hier. Genau, assimiliere das Schiff bitte. Bitte, tu es. Also ich glaube, das Schiff muss zerstört werden, während es unter Einfluss dieses Assimilationsstrahls ist. Shit, hat nicht funktioniert. Aber das Ding, komm, hier. Bitte. 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 Komm, ja. Das Schiff gehört jetzt uns. Und was ich möglichst bald benötige, sind Unikomplexe. Die Dinger sind heftig. Die Dinger können wirklich sehr viel. Kann ich euch bitte zusammen bewegen? Dankeschön. Das und Shit. Aber wenigstens hat das Ding gut an Metall. Wieso geht ihr. Wieso fliegt ihr eher durch. Nein, ihr sollt eher durch verbündetes Territorium fliegen als durch feindliches. Ist doch wohl nicht so schwer, oder? Dafür brauchen wir 6 von den Dingern. Oh, shit. Und damit hätten wir dann schon mal 4. Können wir noch irgendwas anderes damit holen? Assimilationskubus. Oh ja. Dann können wir den bis dahin hier hinschicken und dann. So, du assimilierst mal hier den Planeten und
ihr zerstört das Schiff mal. Mads Legion, ja natürlich. Assimilationskurs brauche ich Medizium für. Na dann hier. Go. Adapter, Simulator, Tactical Cube, oh yeah. Die Borgkönigin, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, der Diamond, die Borgkönigin können nicht so viel. Aber das könnte auch nur an mir liegen. Na los, zerstört es. Ihr habt sowieso schon verloren, ich habe sowieso schon euren Planeten assimiliert. Okay, hier fliegt. Ja, genau. Okay, ihr habt schon Kommando dahin zu fliegen. Okay, und dann können wir hier noch zwei von den Dingern hinsetzen. Weil ich will hier einen Unikomplex haben und hier. Sollte eigentlich reichen, um das zu schützen. Capital Ships. Assimilation Cube. Und dann fliegt ihr mal hier rüber. Das hier ist, ja, das ist der klingonische Heimatplanet. Das ist der Föderationsheimatplanet und das ist dann, denke ich mal, der, ja. Okay, wir wissen, wo die Gegner alle sind. Ich würde sagen, ich speichere hier mal. Nur zur Sicherheit. Ja, hervorragend. Du hast hier noch ein Level bekommen? Nein. Ich zoome viel zu viel raus und rein. Oh yeah. Du gehörst aber auch hierzu. Ihr bleibt gefälligst zusammen und ihr bewegt euch auch zusammen. Du hast jetzt nicht genug Antimaterie, ne? Wie viel brauchst du? Du brauchst wahrscheinlich 90, ne? Ja. Hast. Alles klar. Hierüber. So. Und dann kann ich... Ach, ich habe hier noch gar keine Dinger gebaut. Noch eine Assimilation Node. Danach sollte ich mich darum kümmern, mal ein bisschen in Adaption zu investieren. Adaptation, so. Strike-Klasse. Wir sollten auf jeden Fall den Assimilationskurs darüber schicken, sobald er fertig ist. Aber von hier aus schaffen die das nicht. Komm, Assimilius. Wir brauchen auf... Shit. Deswegen ist die Borg haben zwar ein Scout-Schiff, aber das kann aus irgendeinem Grund keine Minen entdecken, anders als die anderen. Okay. Ah, okay, die haben keine Bomber. Also die kann dem Planeten schon mal nicht gefährlich werden. Müssen die auf jeden Fall im Auge behalten. Und was wir auf jeden Fall brauchen, ist Infrastruktur. Das ist ganz wichtig, wenn ihr die Infrastruktur nicht voll ausbaut, dann kostet euch der Planet Geld. Und bringt euch einfach mal nichts. Ist auch leider nichts, was Sins euch mal sagt. Also ich glaube, es sagt einem im Tutorial, aber spielt ja auch nicht jeder. Und am ADA 3 sagt es einem auch nicht. Wie siehst du aus? Oh, du bist fast fertig. So, du fliegst jetzt mal hier rüber. Und tötest die mal so ein bisschen. Und hol den Beam.
Adaptation Note? Nee, danke. Nicht so. Fortification. Yeah. Genau das, was ich brauche. Wobei ich den Planeten auch gerne hätte. Das könnte klappen. Beweg dich einfach mal ein bisschen. Versuch mal hier eine Defense Node zu bauen. Okay, und das war der Assembler. Könntet ihr vielleicht auch mal den Planeten assimilieren? Und könntet ihr auch mal die assimilierten Schiffe in eure Flotte mit aufnehmen? Nein. Die Unimatrix sind auf jeden Fall sehr stark, weil sie auch Handelsdocks und Interlink Nodes enthalten, also für Kultur und Handel. Die Dinger sind nicht gebaut. Aber der Kubus ist praktisch schon hier. Zwischen den Sternen sind die sehr schnell. Wegen dem Transportantrieb, aber irgendwie sind die hier nicht so schnell. So, und jetzt töte bitte alles. 15.000 Schilde, 15.000 HP. 15%, also ich glaube, die Schilde nehmen 15% weniger Schaden, wie ich das richtig sehe. Das wird später auch noch extrem. Da kann ich auch mal ein bisschen rein investieren, würde ich behaupten. Bis zur Regeneration. Nee, warte, ich brauche erst andere Sachen. Erstmal brauche ich das hier. So, have fun. Und da rennen sie weg. Wo ist man? Da ist der Unikomplex Constructor. Alter, der braucht einiges an Rohstoffen. Ich nenne einen Planeten noch unbedingt Harald und Morgan und Valdes. Ja, okay, Valdes geht ja noch. Wir müssen auf jeden Fall mal hier rein investieren. Das wird später so extrem. Aber am Anfang ist es halt nicht so viel. Assimilation Nodes. Ich gehe mal ein bisschen schneller und Zeit drauf für das Ganze. Das hier dürfte man Dilithium ein bisschen helfen, aber es hat macht nur 5%. Aber ich weiß nicht, funktionieren. Ich weiß nicht, ob Unikomplex auch als hier, wie heißt es? Als Raffinerien funktionieren, aber ich glaube, die sind bei dem Borg zusammengelegt. So, die Defense Nodes stehen. Ein Unicomplex Constructor. Und zumindest bei nach der ersten Ausbaustufe, also die kann man nur ausbauen, nicht upgraden. Also es ist eigentlich dasselbe, man muss sich nicht entscheiden. Und es ist sehr teuer, aber die bekommen dann jeweils nach dem ersten sofort die ganzen Features. So, du brauchst... Okay, es muss auf jeden Fall hier diesen gesamten Bereich schützen. Ja, das Ding ist sehr groß. Also das hier jetzt noch nicht, aber wenn man das upgradet, wird es größer. Und ich habe relativ viel Metall, aber sehr wenig Lithium. Ich sollte auf jeden Fall schon mal die Grundstrukturen an beiden Dingern bauen. An beiden Fronten. Station Construction complete. Wo
Wobei ich mit dem Planeten eigentlich auch holen sollte und der kriegt dann auch einen Unikomplex, weil es ein M-Klasse-Planet ist. Also ihr bereitet euch mal darauf vor. Ist da, steht das Schiff schon? Ja, das ist hier. Hat sogar schon Befehl rüber zu fliegen. Immerhin schon mal 7000. So, und ihr fliegt mal hier rüber. Wir brauchen wirklich diese extra Ressourcen. Oh, und ich glaube, wir haben einen Scout von jeder Spezies inzwischen. Was ich ein bisschen blöd finde bei den Interceptors, dass die einfach schon, wenn man es auf zu, ja, auf automatisch setzt, dass die einfach dann in den Kampf sprengen, ohne Unterstützung von den größeren Schiffen. So, was ich jetzt mal gerne wüsste. Search. Okay, irgendwie haben die alle noch. Nee, hä? What the fuck? Das hier kann noch geupgradet werden. Dann kann man bei der Gelegenheit sich noch ein paar. Warte, Assimilation habe ich jetzt. Ja, Assimilation habe ich voll. Super. Nehmen wir uns noch ein bisschen Adaptation dazu. Und ich glaube, das hier, nee, das nicht. Wir brauchen auf jeden Fall anderes Zeug. Wir brauchen das hier. Dass wir Schiffe schneller bauen können. Gerade bei den größeren Schiffen wird das sehr wichtig. Und hier ist übrigens der Borg-Titan. Sollte ich auf jeden Fall schon mal anfangen. Und das Ding ist wirklich sehr stark. So, wenn es... Wieso schafft ihr es nicht, die Planeten... Ah, Klasse D muss noch erforscht werden. Hier. Assimilationsstrahl. Assimilationsstrahl. Ich will behaupten, wir müssen mal die Unikomplexe upgraden, weil in dem Zustand machen die noch nicht sehr viel. Da wird es schon mal helfen, wenn wir den Planeten übernehmen. Brauchen da auf jeden Fall so eine und so eine. Und dann haben wir schon mal keine Slots. Und den Planeten sollten wir vielleicht auch erforschen, falls da irgendwelche Artefakte liegen. Brauchen wir schon mal nicht, weil wir da einen Unikomplex bauen. Dann setzen wir schon mal Adaptation Nodes hin. Verkaufen wir ein bisschen Tritanium. Davon habe ich relativ viel, ich habe relativ wenig Dilithium, aber davon dürfte ich jetzt ein bisschen mehr bekommen. Und dich setzen wir mal. Hier so hin. Dann brauchen wir auf jeden Fall mehr Dilithium. Das heißt, hier mal rein investieren. Metall geht, deshalb sollten wir da erstmal Rohstoffe sparen. So, das kostet uns natürlich jetzt einiges, aber dürfte uns auf lange Sicht mehr bringen.
Ah, ich bin schon auf höchster Geschwindigkeit. Additional technology. 31% überlegt, hier war es 5%. Und hier geht's über 100%, das weiß ich, ich glaube 113%. Welcher Planet under attack? Was macht ihr denn? Was soll der Shit? Ich will auf jeden Fall einen taktischen Kubus haben. Und... Ah, nicht genug Credits. Okay, der Planet ist schon mal weg, aber... Oh, guckt euch das an. Wundervoll. Wir müssen auf jeden Fall Harald neu kolonisieren. Ich kann den Plan... Ich kann das nicht so lassen. Morgen nennen wir bitte um in Gott. Ich habe den Film... Ich habe auch noch nicht den Film gesehen. Also, waren noch zwei, Bruce Allmächtig und noch so ein anderer. Und da wird auch irgendwie Gott von Morgan Freeman gespielt. Müsste ich mir vielleicht mal ansehen. So, die Tizium läuft schon mal wesentlich besser.